Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wind Waker HD. Und ja, ich muss mal hier ein bisschen mit euch reden. Klingt jetzt bedrohlicher, als ich es eigentlich meine. Ich habe mal geguckt, ne? Wir wollten ja ein bisschen weitermachen und ich habe ja schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir jetzt halt mal Korus finden müssen, um in den Tempel zu gelangen. Ja, wie ich ja in der letzten Folge schon angedeutet habe, also nicht angedeutet habe. Hinterm Wasserfall ist tatsächlich ein Storyort. Eigentlich sollen hier jetzt gerade Noten aus dem Wasserfall kommen und den Hinweis geben, dass man da doch mal hinterspringt. Und von da an können wir dann Markus mitnehmen. Problem ist, wir müssen anscheinend vorher den anderen Tempel machen. Den Terra-Tempel. Spoiler, so heißt der Terra-Tempel. Ich glaube, es wird sowieso schon mal erwähnt. Was ist das für ein Blödsinn? Weißt du, dann gibt mir das Spiel direkt halt beide Tempel zur Verfügung und sagt, ja, hier und hier kannst du hingehen, aber eigentlich muss ich erstmal den einen machen. Finde ich ein bisschen doof so, not gonna lie. Weil ich jetzt vor allem auch schon die ganzen Vorbereitungen für den Tempel gemacht habe und dann so, ja, nee, kannst du nicht weiter, musst erst mit den anderen machen. Toll. Gut, ist ja nicht so schlimm, war ja nicht umsonst, was wir gemacht haben, aber trotzdem, ja, stört das meinen Autismus und Sinn für Ordnung ein bisschen. Aber da muss ich jetzt durch. Das heißt, in anderen Worten, wir werden jetzt den anderen Tempel machen und dafür jetzt Vorbereitungen treffen. Was sicherlich auch nochmal ein bisschen dauern wird. Mal gucken. Wir reisen einfach mal hin und gucken, was passiert. So, warte mal, ich will da unten hin, richtig? Ja, doch, klar, da ist ja. Die Map ist ja noch nicht aufgedeckt da unten. Natürlich muss ich da hin. Ich war mir gerade nicht sicher, so bei welchem war ich jetzt nochmal? Bei dem oben, ne? Die Map ist nicht aufgedeckt, also ja, muss ich obviously da hin. Bin ich jetzt? Ne, ich bin falsch. Ich finde es ein bisschen stressig so, dass. Jetzt geht's in den Osten. Ah, doch, ergibt Sinn. Ne? Die rote Nadel unten links ist natürlich im Norden. Das heißt, jetzt bin ich im Osten. Ergibt total Sinn. Naja. Und sonst so. Nur mal gucken jetzt, wie viel Vorbereitung wir hier jetzt treffen müssen. Ich weiß es nicht. Ob wir jetzt auch wieder irgendein Item erstmal vorher holen müssen. Spontan erinnere ich mich jetzt an keins, aber habe ich beim ersten auch nicht, bis ich den Wind plötzlich gesehen habe. Vor dem Tempel. Und dachte, yes, Sir. Okay, jetzt muss ich erstmal den hässlichen Fisch finden. Hässlicher Fisch, wo bist du? Hässlicher Fisch. Hässlicher, hässlicher, hässlicher Fisch. Hässlicher Fisch. Der Fisch existiert nicht. Doch, da hinten existiert er. Schön. Liebe ihn. Ich brauche noch Fude. Fude. Ich muss mir beiden auch ein neues holen, glaube ich, ne? Ah, geht noch. Friss. Du Arschgesicht. Hey, Jüngchen. Ich weiß Bescheid. Bla 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 bla. Jedes Mal lese ich es vor und dann merke ich, es ist natürlich immer der gleiche Text. Nein, eigentlich weiß ich es schon vorher. Terrainsel. Ipsu, in die Höhle, deren Eingang wegen diesem heftig schweren Felsen unzugänglich ist, da würdest du schon ganz gerne mal einen Blick reinwerfen, was? Natürlich, ich brauche irgendwas. Ha, ich kann es dir nicht verdenken. Und da ich ja kein Unfisch bin, will ich dir mal was ganz fantastisch verraten. Reise 4 Regionen nach Norden und 3 Regionen nach Osten. 4 oben, 3 rechts. Wo kommst du? Ignisspitze. Ah, da findest du ein Artefakt, das dich jeden noch so schweren Gegenstand spielen leicht hochheben lässt. Damit wird dir auch der riesige Felsbrocken hier nur wie ein besserer Kiesel vorkommen. Okay, ich kann bedenken, was es ist. Okay, guck mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Da war ich schon mal. Wunderschön. Okay, Ignisspitze. Ups. Bla, bla. Kann ich sogar fast direkt hin. Draconia hier. Passend, weil nach Draconia muss ich danach wahrscheinlich. Und hoffentlich klappt's dieses Mal, sonst kotze ich.
Finde ich schade, dass es dann irgendwie so doch geblockt ist und man erstmal den machen muss. Ein bisschen dämlich auch, Alter, ist das laut. Hier ist direkt auf einem Schatz gespawnt. Warte mal. Sogar auf einem guten Schatz. Geil. Na, den können wir uns doch erstmal, würde ich sagen. So, der ist neben dem Fleck hier. Genau hier. Hoffentlich ist noch was Cooles hier drin. Oh, ja, geil. Das ist tatsächlich geil. Also, wie gesagt, Geld brauche ich sowieso noch viel zu viel in diesem Spiel. Und soweit ich halt tatsächlich informiert bin, ist es wirklich so, dass jetzt diese beiden Tempel tatsächlich schon die letzten regulären Tempel sind. Und wir danach halt wirklich ganz viel Triforce-Suche betreiben dürfen. Und das dann, wie gesagt, in Verbindung mit Abklappern aller möglichen Inseln. Also weiter habe ich damals tatsächlich nicht gespielt. Bin ich ein bisschen enttäuscht von mir selbst. Wir hören hier schon interessante Musik. Dass ich halt gar nicht mal... Oh, guck mal. Sternbild hier, die drei Sterne beieinander, ne? Ich weiß gerade nicht, welches. Eigentlich über irgendein Sternbild, wo so drei Sterne nebeneinander sind. Ich glaube, im Spiel gibt es wirklich Sternbilder. Das ist ziemlich cool. Also die echten, die es auch in echt gibt. So kann man hier mit untersehen. Das ist ein nettes Detail. Wo war ich jetzt? Genau. Das heißt, ich habe das Spiel eigentlich echt gar nicht mal so weit gespielt damals, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich meine, wie lange bin ich jetzt im Spiel hier? 10 Stunden, wenn überhaupt? Wahrscheinlich noch nicht mal. Link, du Depp. Nicht runterspringen. So. Guck mal. Wir könnten jetzt mal versuchen. Warte mal. Ich glaube, du bist der Neue, ne? Tag, ich bin die neue Aussichtskraft hier. Ein gutes Gewand für einen guten Hut. Entschuldige meine Dreistigkeit, bist du vielleicht Link? Ja. Wusste ich's doch. Die Legende von deiner unglaublichen Arbeitsmoral ist mir hier schon oft zu Ohren gekommen. Du bist mein großes Vorbild. Einmal deinen legendären 25er-Lauf sehen und sterben, das wär's. Sterben, das wär's, fühle ich auf jeden Fall. Bitte mach's mir vor. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert, dass es jetzt doch schon losgeht, aber okay. Mal gucken wir mal, wie es läuft. Mein Hirn ist halt immer nicht so schnell im Verarbeiten der Informationen. Das eine Mal hatte ich Glück, dass irgendwie so fünfmal der gleiche ineinander kam. Ja, das wird auf jeden Fall nichts. Das Assassinen-Symbol da unten noch. Na, wir haben 20 geschafft. 22. 22, du bist sicherlich nur müde. Ja, okay. Das will ich jetzt schaffen. Jaha! Muss halt ein bisschen Glück haben gefühlt. Also ich zumindest. Andere wahrscheinlich nicht. Aber meine Reflexe sind einfach zu scheiße, als dass ich das regulär schaffen könnte. Steht ihr das Problem? Ich hasse alles. Bin ich verdrückt, ja. Mann! Oh, fick dich doch. Was ist denn jetzt los? Ich mag das Spiel nicht. Also es ist halt auch irgendwie so stressig, dieses Hin und Her, weil, keine Ahnung. Gott, das war ja kompletter Miss-Scheiß hier. Oh, ich bin einfach zu scheiße für sowas. Ich meine, kostet kein Geld. Also warum auch? Ich helfe ihm ja eigentlich. Sollte Geld dafür kriegen. Allein wie lange das sich wieder geht. Kann ich direkt abbrechen? Ich habe keine Lust auf diese Scheiße. So lange, bis es funktioniert. Funktioniert nicht. Legendärer 25er Lauf, ey, du mich auch. Vielleicht geht's mit dem Steuerkreuz ein bisschen besser. Wahrscheinlich schon. Auch wenn das Diagonalschießen dann ein bisschen schwieriger ist, sag ich mal. Ich sollte mir diese hässlichen Positionen mal auswendig merken, dann klappt das auch besser. Fucking hell.
Fast. Wird jetzt die ganze Folge dauern, ist mir scheißegal. Alter, hab ich gerade lang gebraucht, mein Hirn, Alter. Ich hab grad das Symbol gesagt, mir, was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Da habe ich wieder zu lange gebraucht, weil mein Hirn langsam ist. Da habe ich wieder zu lange gebraucht. Hat's geschafft. Boah, Junge. Unfassbar, 25. Ich halte es im Kopf nicht aus. Dieses Glücksgefühl, das mit meinen eigenen Augen gesehen zu haben. Wie gern würde ich meiner Mutter jetzt davon erzählen? Ich habe eine Bitte an dich. Ich kann jetzt Auskraft natürlich nicht weg. Daher wäre es wirklich ein feiner Zug von dir, wenn du diesen Brief an meine Mutter in einen Briefkasten werfen könntest. Bitte tu mir den Gefallen. Okay. Also den Brief an Mutter halten. Wirklich ein zu Tränen rührender Brief. Eigentlich könnte ich den Brief ja einfach hier beim Sortieren mit untermischen, aber als Angestellter darf ich natürlich keine Sonderprivilegien genießen. Was? Regeln sind Regeln. Das ergibt keinen Sinn, glaube ich. Egal. Werfe ich den jetzt direkt ein? Ja komm, ich werfe den jetzt direkt ein, weil vielleicht kriege ich dann schon direkt was von ihm. Gerade war meine Idee, ja, wir kommen ja wahrscheinlich eh nochmal in den Briefkasten vorbei demnächst, aber... Geht ja schnell. Ich habe jetzt zum Glück eine Abkürzung gebaut, nicht wahr? Das heißt, ich bin in 0, nichts wieder hier. Die ich ja nicht mehr benutzen muss, eigentlich gerade. Ups. Ja, deine Mutter heißt Glück. So, erstmal gucken hier. Das wird auch in der Postleitzahl verwahrt. Interessant. Kann ich den lesen? Oder steht hier wieder nur bläh? Ah, nee. Ups. Ach, Junge. Flop. So, wie viel kostet's? Arschloch. Check up a bomb. Ja, das ist nicht weit zum Postbotenhaus auf Draconia. Deswegen beträgt die Zuständigkeit für Rubine. Ja, es ist um die Ecke, basically. Naja. Ist das bescheuert, ey? Macht den doch sehr. Als ob solche Leute, die dort arbeiten, nicht einfach ihre eigenen Briefe damit reinschmeißen dürfen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Naja. Typi, ich habe deine Aufgabe erledigt. Oh. Ah, mein linkes Auge zuckt momentan so ein bisschen. Kennt ihr das manchmal, wenn einfach so das untere Augenlid so zuckt? Das habe ich momentan wieder. Das hatte ich vor einiger Zeit schon mal. So 2-3 Tage lang so ein bisschen. Hatte ich durchgehend, aber so ab und zu mal. Ja, ich habe es von den anderen hier gehört. Die sagten, für dich gäbe es Sonderkonditionen und alle Briefe an dich würden umgehend zu den Briefkästen der Inseln zugestellt werden. Ist ja irre. Die haben auch erzählt, wie sehr du dich um die Insel hier verdient gemacht hast. Kaum zu lernen, was du alles leistest. Okay, er redet nicht mit mir. Gut, nicht so schlimm. Irgendwann kriegen wir bestimmt was von dem. Vielleicht per Post, vielleicht direkt. Ich weiß es nicht. Hallöchen da oben, wie geht's denn so? Mir fällt gerade auf, ich wollte ja gar nicht nach Draconia. Ich wollte doch erstmal zu Ignis Spitze. Egal, jetzt rede ich mit ihr erstmal. Huch, I mean, ne? Ich habe eine Aufgabe für ihn erledigt. Aber vielleicht kommst du schon mit, das weiß ich gar nicht. Wenn sie hier schon so steht. Link, du bist also wohl auf. Komori ist zwar nicht müde geworden, mir von deinen Abenteuern zu erzählen. Aber jetzt, wo ich dir von Angesicht zu Angesicht sehe, dich sehe, bin ich wirklich beruhigt. Findest du nicht auch, dass sich Komori prächtig entwickelt hat? Er kommt jetzt auch ganz ohne meine Anwesenheit wunderbar alleine zurecht. Und wenn er etwas erzählt, dann geht es dabei immer um dich, Link. Natürlich bin ich überglücklich zu sehen, wie Komori zu einem selbstständigen jungen Mann heranwächst. Aber ein wenig stimmt es mich auch traurig und einsam. So muss sich wohl eine Mutter fühlen, die ihr Kind langsam aufwachsen sieht. Entschuldige, ich rede Unsinn. Hahaha. Gut, ich sollte fleißig weiter üben, damit ich bald allen dienlich sein kann. Musizieren ist nämlich eine der wichtigsten Aufgaben einer Maid, musst du wissen. Hm. Guti, die hat noch nichts für uns. Aber es ist okay, ist okay. Brim, brim, brim. Oha. Nur dafür da, wa? Autsch. Wo ist mein Schiff? Da. Mein Boot. Bring an Bord! So, warte mal. Wir müssen jetzt ein nach Süden, richtig? Ja. Also dahin. Peng! Ja. Ich muss immer mit dem Kompass da unten bin ich immer kurz ein bisschen verwirrt, ja. Aber es ist natürlich total sinnvoll. Hui, hui.
Oha. Ah, dann brauchen wir wahrscheinlich auch die Eispfeile. Ich habe keine Ahnung. Gut, ich habe. Warte mal. Ups. Ja, doch, oder? Ich baller mal oben direkt den Heini da oben ab. Ja, guck mal. So wird ein Schuh draus. Warum machen wir, der jetzt aufhört zu brodeln, der Vulkan? Eigentlich ein bisschen unlogisch. Na gut, war nur 5 Minuten lang. Man kennt's. Oh, die Scheißviecher, ey. Geht weg. Und kommt nie wieder. Wo geht's hoch? Da geht's hoch. Hört sich an wie meine Lache. Voll die Motzlache. Hui. Da bin ich wohl falsch. Oh! Okay. Skiller. Ich wollte sagen, ich bin wohl falsch gelaufen. Aber geht auch so. Okay, bevor ich darüber kletter, töte ich den Motherfucker. Alter, ich bin einfach. Jesus Christ. Okay, presst dich an, Link. Ich meine, wir können bestimmt auch übergleiten, aber ich weiß, ob der Wind gut steht und ich habe keinen Bock, den Wind zu wechseln, weil das dauert länger. So. Auch nicht ewig Zeit, ne? Aber 5 Minuten sind eigentlich echt entspannt, denke ich. Gerade auch bei dem letzten Ding, da haben wir es auch Dinge geschafft, wo ich vorher versagt habe bei dem Reinklettern. Hallöchen. Hey, ich konnte den Pfeil wieder aufsammeln. Cool. Hoppa. Oh! Die Dinger gehen irgendwann unter. Okay, das ist eine Sache auf jeden Fall. Hallo, wie geht's denn so? Sind alle respawned oder sind das die wieder? Ne, die sind respawned, okay. Ah, okay, das da rechts ist der Rückweg. Got that fam. Ich weiß nicht, Drecksviecher mir gleich richtig auf den Sack gehen werden und mich reinboxen werden in die Lava. Ich weiß das genau. Ihr Wichser. Ah, die lustigen Apparat hier wieder. Bep, bep. Okay. Ich muss alle Gegner besiegen. Achso, ich muss sie kloppen, ne? Aua! Wir haben nicht ewig Zeit. Ah, okay, ich muss nur die besiegen. Ich dachte, ich muss auch noch die Fledermäuse platt machen. 10 Rubine. Alter, 686 Rubine. Was könnte das bloß sein? Kraftarmband oder Armbänder. Gefunden. Du hast die Kraftarmbänder gefunden. Damit strotzt du nur so vor Kraft. Hebe schwerer Objekte durchdrücken von A. Trägt Link die jetzt eigentlich auch oder eher so nicht so? Wahrscheinlich eher so nicht. Doch, er trägt sie sogar jetzt. Cool. Also sieht ein bisschen scheiße aus, aber cool. So, jetzt können wir die in den Apparillo hier nämlich hochheben, ne? Bam. Ja, sexy, würde ich sagen. So, dann können wir jetzt zurück nach Draconia. Melody anquatschen und ich denke, dann können wir endlich zum nächsten Tempel aufbrechen. Holy shit. Ja, finde ich echt ein bisschen kacke mit Makoros. Das ist halt doch nicht, dass man halt doch in der bestimmten Reihenfolge das erstmal machen muss. Aber hey, wenn das Spiel das so sagt, dann ist es halt so. Ah ja, muss ja nach Norden, stimmt. Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich irgendwie dachte, ich muss nach Westen, aber das, ich habe den Laden da gesehen, dachte mir, sieht doch aus wie Draconia. Der Dungeon, in dem ich war. War mal ein Dungeon. Hui. Hm,
Ja. Aber, ne, um euch zu beruhigen, oder was heißt zu beruhigen? Wenn wir dann mit den nächsten beiden Terminen durch sind und wir dann halt noch alles abklappern müssen, ne? Das wird lang dauern. Also, wir knacken bestimmt die 70, 80 Folgen bestimmt. Weil wir müssen ganz viel Nebenaufgaben erledigen. Ich muss hier nicht lang, ich muss da lang. Oh, guck mal, da Rapid ist im Karton. Die ICE-Bestellung ist endlich da. Ja, alle Inseln abklappern, alle optionalen Sachen noch machen, heißt da mit Quests, es gibt eine ganze Menge. Guten Abend! An das Vorbild meines Sohnes, ja, okay. Simbudi. Ich danke dir, dass du dich so für meinen Sohn einsetzt. Es ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber bitte nimm das kleine Geschenk an, das ich dem Brief beigelegt habe. Es kommt von Herzen. Was könnte das sein? Bitte sei meinem Sohn auch weiterhin ein so gutes Vorbild. Mit herzlichen Grüßen, Beids Mutter. Beid heißt er. Wilder Name. Drei dahin, noch eins im Sinn. Hey, nur noch ein Herzteil. Bin ja fast geneigt, mir das noch vorher zu holen, aber ich weiß nicht wo. Warum spielt Melodie da oben jetzt nicht mehr? Ich habe Angst. Egal, ich beende jetzt an der Stelle erstmal die Folge und beim nächsten Mal gehen wir dann nach Draconia und holen uns Melodie ab. Hoffentlich, sonst kotze ich im Strahl. Aber wir haben auf jeden Fall eine gute Vorbereitung getroffen. Also, ne, bis zum nächsten Mal. Ciao!